Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine kleine Maus. Die kleine Lia ist jetzt 18 Monate alt, das heißt 1,5 Jahre. Und es wurde schon sehr, sehr oft ein Baby-Update bzw. Kleinkind-Update ja schon gewünscht. Und dementsprechend dachte ich, ich drehe euch mal ein Update, wo ich so ein paar Szenen von Lia mit reinschneide. Das heißt, ihr werdet hier in dem Video auch ein paar Szenen bekommen, wo ich dann das Gesagte auch präsentiere sozusagen an Lia, beziehungsweise versuche ich mal, ihr das ein oder andere Wörtchen rauszulocken zum Beispiel oder die ein oder andere Situation zu filmen und euch dann hier, wie gesagt, einmal ins Video zu schneiden. Ich hoffe, euch gefällt's. Und wünsche euch vorab einfach ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, erstmal grob zu Lia. Lia ist jetzt, wie gesagt, 18 Monate alt. Jetzt, wo ich das Video drehe, schon fast 19 Monate. Und sie trägt Größe 86-92 in Kleidung und in Schuhen Größe 23. Sie hat sehr große Füße. Das kommt, denke ich, von der Mama. Genau, und sie hat jetzt 11 Zähne. Genau, das wird auch ganz, ganz oft gefragt. Vor kurzem kamen jetzt ihre Backenzähne, aber auf das Thema Zähne kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Genau, einmal so die groben Infos. Wie groß genau sie ist, weiß ich nicht. Irgendwas zwischen 85 und 90 cm wird es irgendwo sein. Wie gesagt, sie trägt Größe 86-92. Ja, zum Gewicht schätze ich jetzt mal 13 Kilo, so 11, 12, 13 Kilo, irgendwas da so zwischendrin wird es sein. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Schlafverhalten an. Also allgemein Thema Schlafen, wie ist das bei uns, wie läuft das bei uns? Also einige wissen ja, dass wir das Familienbett praktizieren, also die Kleine schläft sehr, sehr oft bei uns mit im Bett. Wir haben aber auch schon das ein oder andere Mal versucht, beziehungsweise ist fast jeder Mittagsschlaf bei ihr im Bett. Einfach, dass sie weiß, okay, sie hat ein eigenes Bett und dort schläft sie auch sehr, sehr gerne drin tatsächlich. Also mittags versuche ich sie immer bei sich ins Bett zu legen und es klappt, wie gesagt, auch immer zu 99% sehr, sehr gut, sodass sie dann ihren Mittagsschlaf in ihrem Zimmer verbringt. Und genau, dann habe ich den Rest der Wohnung für mich und kann dann dem Haushalt oder Ähnliches nachgehen. Ich finde, der Mittagsschlaf ist immer so die goldene Zeit am Tag. Das schafft man einfach am meisten. Lia schläft ungefähr 1 bis 1,5 Stunden. Wenn sie länger als 1,5 Stunden schläft, wecke ich sie, aber ganz sanft. Und da gab es eigentlich noch nie Probleme. Und eigentlich wird sie immer punktgenau nach 90 Minuten wach. Genau, wann macht sie ihren Mittagsschlaf? Mittagsschlaf macht sie eigentlich immer um 12 Uhr. Da kann man die Uhr nachstellen. Das ist so verrückt. Also damals, vor ein paar Monaten war das so, dass sie den Mittagsschlaf sehr, sehr spät gemacht hat. Und das heißt so ungefähr 14 Uhr. Und wir hatten jeden Abend das Theater mit denen ins Bett gehen und schlafen gehen. Und jetzt seit, ich glaube, 2 Monaten schläft sie oder bringe ich sie immer um 12 Uhr zum Mittagsschlaf und es klappt wunderbar. Also es hat natürlich ein paar Tage gedauert, bis sie sich daran gewöhnt hat, aber jetzt, wo sie sich daran gewöhnt hat, ist es einfach so viel schöner und man weiß einfach ganz genau, 12 Uhr, das Kind ist müde, das zeigt sie dann auch deutlich und das passt jetzt einfach perfekt. Und genau, manchmal, so wie heute, wird es auch 12:30, je nachdem, was wir gerade machen. Heute war ich zum Beispiel noch ein bisschen unten bei meinen Eltern zu Besuch und da gab es den Mittagsschlaf dann eben erst 12:30, aber auch das passt vollkommen. Ja, morgens steht die Kleine immer zwischen 7 und 8 Uhr auf, also eigentlich immer um 7 Uhr. Da hat sie auch irgendwie so einen innerlichen Wecker, total crazy. Und genau, das klappt eigentlich auch immer super. Sie schläft dann immer bei uns im Bett, weil ich sie, wenn sie, also wenn sie bei uns abends mit einschläft, dann bleibt sie dort. Beziehungsweise manchmal bringe ich sie dann schlafend rüber in ihr Zimmer. Oder wenn ich sie bei sich hinlege, dann wird sie meistens immer so gegen 1 Uhr nachts, 2 oder 3 Uhr nachts wach. Und dann hole ich sie zu uns rüber. Das heißt, sie wacht eigentlich meistens zu 100% wacht sie bei uns drüben auf. Genau, sie hat noch nie komplett durchgeschlafen nachts bei ihr im Zimmer.
Genau. Und abends geht sie so ungefähr zwischen 19, 20, manchmal 21 Uhr schlafen. Das kommt immer drauf an. Also je nachdem, ja, wie der Tag gerade war und was wir gemacht haben, wo wir waren. Das ist immer ganz unterschiedlich bei ihr. Und genau. Also wir haben das so gemacht jetzt, dass wir um 18 Uhr sagen, es wird sich umgezogen. Das heißt, Schlafanzug an. Und einfach, dass sie weiß, okay, jetzt ist langsam Bettzeit. Dann darf sie noch spielen eine Stunde, bis der Papa von der Arbeit kommt. Der kommt um 19 Uhr. Und in der Zeit darf sie einfach hier noch toben, was sie möchte oder machen, was sie möchte. Und wenn der Papa um 19 Uhr von der Arbeit kommt, dann ja, wird Abend gegessen. Und wenn wir dann damit fertig sind, dann wird Zähne geputzt und dann geht es langsam ins Bett, sodass sie dann ja, spätestens 20 Uhr dann auch schläft. Und das klappt manchmal sehr, sehr gut. Die Kinder sind natürlich immer, ja, ich glaube, einige kennen das. Ja, dann würde ich sagen, wo wir gerade bei Abendessen waren, machen wir auch direkt weiter mit dem Thema Essen. Also frühstücken tun Lia und ich immer zusammen, weil der Papa natürlich schon um 7 aus dem Haus ist. Und genau, da gibt es einfach ganz normales Frühstück. Da mache ich mir was fertig und ich mache für Lia etwas fertig. Da mache ich immer so einen schönen Teller mit Joghurt und Brot und ein bisschen Obst. Da könnt ihr zum Beispiel bei Instagram vorbeischauen oder bei TikTok bei mir. Da zeige ich euch manchmal so einen kleinen Einblick da drin. Und eigentlich gibt es fast jeden Tag bei Instagram eine Story, wo ich euch dann zeige, was Lia dann immer so zu essen bekommt. Mittagessen bekommt Lia genau dasselbe, was ich esse, nur mit etwas weniger Gewürzen. Genau, das heißt, ich koche ganz normal und bevor ich es würze, schüppe ich für Lia etwas ab. Und so bekommt sie genau dasselbe, was ich auch esse. Das hat sich einfach so eingespielt bei uns und Lia ist einfach nicht so der typische Brei-Esser oder so, sondern sie isst einfach fast die ganze Zeit. Wir haben damals ja BLW gemacht und jetzt ist sie einfach schon die ganze Zeit bei uns mit, als wäre das so ganz normal. Und für uns ist es auch ganz normal, dass sie bei uns mit isst. Genau, und da isst sie eben dann, wie gesagt, das Gleiche, was ich auch esse. Das ist ganz unterschiedlich. Lieblingsessen von ihr mittags sind auf jeden Fall Reis und Nudeln mit irgendwelchen Soßen. Da fährt sie total drauf ab. Spinat mag sie gerne. Sie isst aber auch gern Fleisch, also mal eine Frikadelle oder so oder ein bisschen Hack mag sie sehr gerne. Ja, aber auch jegliches Gemüse, also sie ist wirklich sehr unkompliziert. Ich glaube, das kommt einfach davon, dass ich ihr wirklich von Anfang an alles präsentiere. Auch was ich nicht mag, bekommt sie trotzdem. Genau, einfach damit sie sich auch ausprobieren kann. Lia muss auch nicht aufessen oder irgendwas, auch wenn sie mal einen Tag ein bisschen weniger isst, dann ist es auch in Ordnung. Lia ist nämlich ein leider nicht so guter Esser, was das angeht, weil ja, sie isst einfach nicht so viel und ja, deswegen will ich sie da auch gar nicht stressen und ganz, ganz langsam machen. Und das, was sie eben nicht isst, das isst sie eben nicht. Ja, dann hatten wir ja vorhin das Thema Zähne. Lia hat jetzt, wie gesagt, 11 Zähne. Sie bekam jetzt vor kurzem die Backenzähne, die taten ordentlich weh. Sie hatte 2, 3 Tage Fieber und ja, einen ganz wunden Popo. Und sonst ist sie dann immer meistens so ein bisschen knatschig. Aber es gab auch viele Zähne, die wir gar nicht so mitbekommen haben. Also am schlimmsten waren jetzt wirklich die Backenzähne. Aber sonst ja, haben wir eigentlich die meisten Zähne gar nicht so richtig mitbekommen, weil sie das total so einfach so gemacht hat. Ja, außer mal ein wunder Po, dann wusste man eigentlich schon immer Bescheid. Aber sonst macht sie es eigentlich immer ganz locker mit. Ja, zum Thema Zähne, ich habe mir übrigens hier eine Liste geschrieben, nicht, dass ihr euch wundert. Zum Thema Zähne kann ich auch noch kurz auf das Thema Zähneputzen eingehen. Also Zähneputzen ist bei Lia gar kein Problem. Sie liebt das und am liebsten würde sie den ganzen Tag Zähne putzen. Also sie findet das super, super toll. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir so mit dem normalen Verhalten von Lia an. Also was kann sie schon, was hat sie gelernt, was macht sie so? Genau, da haben sie jetzt vor ein paar Wochen so ein paar kleine Sachen neu entwickelt. Das ist so süß. Ich finde, gerade jetzt in diesem Moment lernt sie unglaublich viel, sodass ich heute das Video drehe und morgen kann sie bestimmt schon wieder was Neues. Das ist einfach unglaublich. Fangen wir an mit den Händen bzw. Füßen oder allgemein dreckig sein. Also Lia ist ein Kind,
sie macht sich gerne dreckig und ich finde es auch völlig in Ordnung. Also sie darf sich überall dreckig machen, sie darf in jeder Matschpfütze rumspielen, das ist für mich gar kein Problem. Und seit neuestem ist es aber so, wenn sie zum Beispiel sandige Hände hat, dann kommt sie zu dir, also zu mir zum Beispiel oder zu Papa und sagt i, i, i und zeigt dann auf ihre Hände. Und genau, dann musst du sie sauber machen und dann ist das Kind wieder glücklich. Das gleiche mit den Füßen oder irgendwas anderem. Also, sobald sie irgendwie dreckige Hände hat oder so, dann möchte sie die schon gerne sauber gemacht haben. Genau, dann auch ganz, ganz zuckersüß. Ich weiß auch gar nicht, wo sie das her hat. Auf jeden Fall legt sie sich manchmal einfach so irgendwo hin, zum Beispiel ins Bällebad oder auf den Teppich, legt sich hin und schnarcht, so als würde sie schlafen und sagt dann immer die ganze Zeit Haia, Haia, Haia. Und hat dabei aber eben die Augen auf. Also sie tut so, als würde sie schlafen. Das ist so zuckersüß. Genau, und was wir jetzt auch, ich glaube, es hat sich einfach langsam so eingegroovt bei uns. Wenn ich sie anziehe morgens oder wenn ich ihr allgemein irgendwas anziehe, irgendwas schick ist zum Beispiel, dann sage ich immer zu ihr: Lia, guck mal in den Spiegel, wie hübsch du bist. Und wir haben im Schlafzimmer so einen ganz großen Spiegel an der Wand. Und da geht sie dann immer hin, wenn ich das sage, schaut sich an und dreht sich immer und tanzt und guckt auch so von hinten und lacht sich so scheckig. Leute, es ist so unglaublich goldig. Ich versuche euch das mal aufzunehmen. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir einmal zu den Worten, die Lia so bis jetzt sprechen kann, beziehungsweise die sie so spricht. Das sind natürlich unter anderem Mama, Papa, Oma, Opa. Das ja, kann sie ja schon etwas länger und sie kann die Person auch schon zuordnen. Also es ist nicht so, dass sie einfach Mama und Papa brabbelt, sondern sie kann die Person auch zuordnen. Zum Beispiel gestern auf dem Flohmarkt habe ich gesagt, geh mal zu Opa und dann ist sie auch ganz schnell hingerannt. Oder wenn man sagt, wo ist Oma, dann zeigt sie auf Oma oder ja, Mama und Papa. Also wenn ich zum Beispiel unten koche in der Küche, dann ruft sie die Treppe immer runter, Mama, Mama. Und das ist einfach total toll. Oder wenn Papa von der Arbeit kommt und sie hört schon die Treppe, dann ruft sie immer Papa, Papa, Papa. Und ja, das ist wirklich ganz, ganz toll. Also sie kann die Namen, wie gesagt, auch schon zuordnen. Dann hatten wir ja gerade schon Haia, also schlafen ist bei ihr Haia. Und wenn sie müde ist, dann zeigt sie ihm aufs Kopfkissen und sagt Haia. Dann Essen ist bei ihr Nam Nam. Also wenn man sagt, Lia, hast du Hunger? Dann sagt sie Nam Nam oder Lia, wollen wir was essen? Dann sagt sie Nam Nam. Ja, das ist also ihr Wort für Essen. Dann kann Lia auch schon Bitte sagen. Ich weiß leider, also ich weiß, dass sie das noch nicht zuordnen kann, denn immer wenn ich ihr etwas gebe, sage ich zu ihr Bitte und sie sagt dann auch Bitte, anstatt Danke zu sagen. Aber das kommt noch. Auf jeden Fall sagt sie immer Bitte. Was sie jetzt auch ganz, ganz neu kann, ist zum Beispiel Bella. Bella heißt der Hund von meiner Schwester und sie sagt nicht ganz Bella, sie sagt eher so Bla. So, ja, es ist irgendwie ganz komisch. Auf jeden Fall kann sie das eh wohl noch nicht so gut. Und genau, deswegen sagt sie immer Bla. Aber sie zeigt halt auch schon auf den Hund und dadurch kann man so ein bisschen verknüpfen, dass sie eben Bella meint. Und auch mal den Namen meiner Schwester, und zwar Dani, haben wir jetzt schon öfters gehört. Total crazy. Mit meiner Schwester hat sie ja doch schon relativ viel zu tun. Aber ja, total verrückt. Auf jeden Fall kann sie auch schon Dani sagen. Ganz neu dazugekommen ist auch Aua. Und zwar auch nicht einfach nur Aua, sondern auch Aua, wenn sie sich wehgetan hat. Also wenn zum Beispiel irgendwas wehtut, zeigt sie drauf und sagt Aua. Zum Beispiel auch, das finde ich so crazy, dass sie das schon zuordnen kann, hatte sie letztes Mal anscheinend Bauchschmerzen. Sie hat auf den Bauch gezeigt und hat gesagt, aua, aua. Oder sie hatte jetzt vor kurzem was im Zeh stecken. Und da hat sie auch den ganzen Tag aua gesagt. Und ich habe nichts gefunden. Ich wusste nicht, was sie hat. Und dann habe ich beim Wickeln entdeckt, dass sie da eben sowas am Zeh hatte. Und da hat sie immer aua gesagt. Also das kann sie auch schon gut zuordnen. Wenn sie auch irgendwie hinfällt oder so, sagt sie auch immer aua und zeigt ihr irgendwie auf die Hand. Also das ja, macht sie auch schon ganz, ganz toll. Ihr zweites oder drittes Wort war Ball. Genau. Überall, wo ein Ball ist, wird Ball geschrien. Also es reicht, wenn bei meinen Eltern
steht zum Beispiel eine Tasse im Schrank und da spielt ein Junge Fußball drauf. Und wenn meine kleine Maus da dran vorbeigeht, dann wird geschrien, Ball, Ball. Und hier mit ihrem Bällebad immer werden die Bälle durch die Gegend geschmissen und gesagt, Ball, Ball. Oder wenn ein Buch durchschauen, da spielt ein Junge Fußball, dann. Also Ball ist ihr Wort und ihr Ding. Und sie spielt auch so unglaublich gern Fußball. Egal welcher Ball, egal wo, die Kleine ist immer mit dem Ball beschäftigt. Also wenn das kein Fußballer wird oder Fußballerin, dann weiß ich auch nicht. Ja, was auch viele, glaube ich, schon auf Instagram gesehen haben, sie kann Baby sagen. Ich hatte ihr mal eine Reborn-Puppe vor die Nase gelegt. Und also ich habe sie in ihren Puppenwagen gelegt und seitdem kann sie Baby sagen. Das ist so süß, weil alles ist Baby bei ihr. Ob im Fernsehen, ob im Buch oder eben ihr kleiner süßer Cousin Nils. Alles ist Baby und das ist so unglaublich goldig. Ja, auch Nasco, unseren Hund, kann sie schon benennen und zwar mit Nassi. Das ist nämlich der Spitzname, den ich ihm immer gebe. Also ich sag auch immer Nassi zu ihm und das hat Lea sich abgeguckt und sagt jetzt auch immer Nassi zu ihm. Für Lea hat Lea auch schon ein Wort und zwar alle. Also wenn irgendetwas leer ist oder etwas weg ist, sagt sie immer alle. Ich glaube, es ist auch so ein typisch Baby. Wenn Lia irgendwas toll gemacht hat, dann sage ich natürlich immer zu ihr, dass es toll ist und dass sie das super gemacht hat. Und Lia sagt dann immer toll zurück und klatscht. Das ist so süß, Leute. Echt zucker, zucker, goldig. Und genau, das kann sie jetzt eben auch schon. Also wenn sie etwas super gemacht hat, dann ja, spricht sie mir immer nach und sagt toll. Und ich nenne sie auch manchmal Schatzi. Und das kann Lia jetzt auch schon sagen. Das ist so crazy, dass sie sich das immer so abguckt. Und genau, wenn ich sie Schatzi nenne, dann kommt meistens immer ein Schatzi zurück. Lia, sag mal Hallo. Hallo? Und sag mal Papa. Papa? Und Mama. Papa. Nee, Mama. Mama. Und sag mal bitte. Bitte. Und sag mal Fisch. Fisch. Und Wal. Bei. Und Baum. Baum. Und Bauch. Baum. Und wie macht ein Schwein? Genau. Und hast du Mama lieb? Nein. Nein? Papa. Hast du Papa lieb? Papa. Hast du Papa lieb? Aua. Hast du Aua? Wo hast du Aua? Da hast du Aua. Oh nein. Wollen wir pusten? So. Wieder besser? Ist immer noch Aua. Ja, wo sind die Piep-Pieps? Piep-Piep, genau, da oben, ne? Und sonst kann Lia schon Treppen laufen. Sie kommt die Treppe alleine hoch und seit neuestem leider war ich etwas unaufmerksam. Ich war auf Toilette und das Gitter von unserer Treppe war leider offen und das habe ich leider nicht mitbekommen. Und dann bin ich von der Toilette wieder hoch. Also aufgestanden und hab geguckt, wo Lia ist und hab mich so erschrocken, als sie auf einmal unten stand. Sie ist nicht runtergefallen oder so, die Toilette ist ja direkt neben der Treppe hier und die Tür war auch offen von der Toilette, sodass ich das auf jeden Fall gehört hätte. Und ja, sie kam freudestrahlend, kam sie wieder hoch in dem Moment und da war mir klar, okay, sie muss die Treppe alleine runtergegangen sein. Und das hat sie mir auch danach direkt gezeigt, wie sie das macht. Und zwar läuft sie wie ein Erwachsener die Treppe vorwärts so runter und hält sich am Geländer fest mit beiden Händen so seitlich und läuft dann die Treppe runter. Ja, also meine Maus wird viel zu schnell groß. Wir lassen sie nur mit Hilfe runter und hochlaufen. Deswegen haben wir auch noch das Treppengitter, weil das ist mir einfach noch viel zu gefährlich, wenn da mal irgendwas passiert. Und genau, mit Hilfe läuft sie aber immer hoch und immer runter. Zum Beispiel, wenn ich sie an der Hand nehme oder einfach nur hinter ihr stehe, falls wir, also wenn wir hochgehen, stehe ich immer hinter ihr, dass ich sie dann auffangen kann, wenn irgendwas passieren sollte. Läuft sie aber immer hoch und immer runter. Zum Beispiel, wenn ich sie an der Hand nehme oder einfach nur hinter ihr stehe, falls wir, also wenn wir hochgehen, stehe ich immer hinter ihr, dass ich sie dann auffangen kann, wenn irgendwas passieren sollte.
Ja, und sonst war es das, glaube ich, auch zum kleinen Update. Falls ihr Fragen habt zu Lia, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann beantworte ich euch da noch die letzten Fragen. Ich hoffe aber, sonst konnte ich euch alles ja, gut rüberbringen und hoffe, euch hat dieses kleine Update gefallen. Vielleicht ja, gefällt euch das Format ja mit diesen kleinen zwischendrin Szenen. Das würde mich total freuen, denn das ist einfach super viel Arbeit. Und wenn euch das gefällt, lasst da gerne einen Daumen nach oben da. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!